Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich heute so in die Runde schaue und kaum meinen Augen traue, da sitzen sie wieder nach 3 Jahren, schwer verkatert, Nimex-Narren. Sie schauen mühsam nur durch Spalten, kaum fähig, die Augen offen zu halten. Erst saht ihr doppelt, dann nur noch verschwommen und irgendwann ist auch das noch abhanden gekommen. Lang war die Feier, kurz war die Nacht. Doch hat dabei so mancher gedacht, der Kopf, der schmerzt. Doch ein Lächeln entspannt sich. Es ist wie in unserer Jugend, damals, 2020. Ja, wer hätte das denn auch gedacht, dass uns diese Pandemie 3 Jahre lang den Strich durch die Rechnung macht? Solches Geschehen war nicht abzusehen. Ich gönn euch von Herzen euer närrisches Treiben und ich freue mich, noch länger bei euch zu bleiben. Es zählt zu Gottes schönsten Gaben das Lachen, denn es macht uns reich. Wir Menschen dürfen Freude haben und Freude geben auch sogleich. Es ist nicht jedes Menschen Sache, zum Karneval als Narr zu gehen, doch dass der Mensch auch gern mal lache, wird sicher jedermann verstehen. Es haben schon die Missionare vor 1000 Jahren hier erkannt, die Botschaft ist nur dann das Wahre, wenn sie von Freude ist umspannt. Das Evangelium, wörtlich übersetzt, heißt ja schließlich frohe Kunde. Und aus dem Grunde will ich jetzt die Freude des Herrn in unserer Runde. Ich entsinn mich an meinen Beginn vor 12 Jahren hier. Da standen die 3 tollen Tage vor der Tür. Und weil jeder davon schwärmte, kam mir in den Sinn, am Rosenmontag gehst du einfach dahin. Ich konnte mich kaum für ein Kostüm entscheiden, doch bald merkte ich verdutzt, ich war der Einzige im Saal, der sich angeputzt. In Nimeck ist's nicht üblich, sich zu verkleiden. Der Grund, so erfuhr ich im Vertrauen, ist die Eitelkeit mancher Frauen. Nennt man ein neues, schickes Kleid sein eigen, möchte man's gern offen zeigen. Doch die einzige Gelegenheit, es zu tragen, bot sich nur in den 3 tollen Tagen. Drum machte man sich lieber schick mit einem Kostüm aus der Boutique. So ist es nun mal hier auf Erden, sehen und gesehen werden. Das Auge ist stets mit, heißt's, und stimmt auch meist. Denn als wichtigster Sinn, um die Welt zu erkennen, ist wohl der visuelle zu nennen. Ums Gesehenwerden geht's auch heute. Und es steht groß vorn auf dem Liedblatt geschrieben, du bist ein Gott, der mich sieht. Dazu kommt mir ein Witz in den Sinn. Mal sehen, vielleicht kriege ich den noch hin. Es war einst ein Pfarrer. Man glaubt es kaum, in dessen Garten gedieh ein Apfelbaum. Mit köstlichen Früchten, süß und leicht verdaut, nur mit einem Fehler, denn sie wurden geklaut. Das wurmte den Pfarrer, drum schritt er zur Tat und befestigte am Baume ein großes Plakat. Drauf stand als Botschaft an die Diebe, Gott sieht alles, geschrieben. Doch am nächsten Morgen kriegt der Pfarrer einen Schreck, denn die Äpfel sind trotzdem wieder weg. Und als dem Pfarrer der Kragen fast platzt, sieht er auf dem Plakat einen zusätzlichen Satz. Da liest er mit erstauntem Gesicht, Gott sieht alles, aber er petzt nicht. Auch in der Bibel ist Gott sieht mich nicht als Drohung gemeint, denn diejenige, die das sagt, ist eine verzweifelte Frau, die weint, Hagar, die ägyptische Magd. Ihre Herrin ist Sarah und dann ist ihr Herr noch Abraham, Sarahs Mann. Dem hatte Gott ein Land und Kinder verheißen, doch er und Sarah sahen ihre weißen Haare und ahnen, dass im Großen und Ganzen es unwahrscheinlich wird, sich noch fortzupflanzen. Sarahs Idee nun,
Lieber Mann, zeuge geschwind, doch mit meiner Magd für uns beide ein Kind. Haggers eigene Meinung war dazu egal und zeugte mit ihr ihre Herrin Gemahl. Doch als sie dann schwanger, wird ihre Herrin grantig. Ein Streit zwischen Sarah und Abraham entbrannt sich. Die schwangere Sklavin macht mich noch verrückt. Und so wird Hagar allein in die Wüste geschickt. Da sitzt sie einsam und verlassen und weiß, dass alle Menschen, die sie kennt, sie nur hassen. Weinend hält sie die Hände vor ihr Gesicht, als ein Engel zu Hagar spricht. Der zeigt ihr, auch wenn die Menschen sie vertreiben, Gott wird immer bei ihr bleiben. Mit Mut und gestärkt geht sie zu ihren Herren zurück und die lassen sie doch wieder bei sich ein. Hagars Leben bleibt schwer und häufig bedrückt, doch sie weiß, ganz egal, sie ist niemals allein. Egal was geschieht, weil Gott mich sieht. Ob gesehen werden Hoffnung macht oder mich furchtbar graut, wird letztlich dadurch verursacht, zu welchem Zweck mich der Sehende anschaut. Tut er es, um meine Fehler zu erspähen oder um mich in der Not nicht zu übersehen? Ist ein Angel Touching oder Big Brother Watching? Ich wechsle den Tatort und hole ins Bilde das Niemecker Ehepaar Heinz und Hilde. Die zwei sitzen zusammen und sehen gebannt auf ein großes Auge auf flimmernder Wand. Ein Fadenkreuz um das Auge. Gleich gibt's einen Mord. Es ist Sonntagabend und die zwei schauen Tatort. Eine Geschichte um Rache, Verzweiflung und Neid, um Geschichten aus Stasi-Vergangenheit. Und Heinz denkt zurück, was er in jungen Jahren selbst an solchen Geschichten erfahren. Der erste Spitzel, an den er sich erinnert, war eine Puppe im Kinderzimmer. Ein Wichtel aus Stoff. Und Mutter sagte irgendwann, der erzählt dem Weihnachtsmann, ob du brav gewesen bist oder nicht. Und Heinz hat ihn stets mit dem Gesicht zur Wand hingesetzt, damit er ja bloß nichts petzt. Gespielt hat er mit dem nie, blödes Verpetzevieh. Später erlebte er in der Tat den echten Überwachungsstaat. Das war 89 beim Leipziger Kirchentag, als die Wende schon in den Lüften lag. Da zog durch die Luft mit lautem Ruck-Ruck ein Helikopter. Und Heinz fragt sich, ob der nicht das Einzige sei, was Horch und Guck hier eingesetzt haben, um zu sehen, wer die Tausende sind, die beim Gottesdienst stehen. Man sieht ihn nach oben und dem Nebenmann in die Augen schauen. Wem kann ich trauen? 2 Tage danach im Kombinat musste er zum Parteisekretär und fragt sich, wer hat mich verpfiffen, wenn ich nur wüsste, wer. Später kam raus sein bester Freund Klaus. Der wohnt jetzt in Raben mit seiner Frau. Und Heinz schafft's nicht mehr, ihm in die Augen zu schauen, wenn sie sich sehen. So kann's gehen. Heinz denkt an den heutigen technischen Stand. Er hat ein Handy, hält er das in der Hand, wird automatisch sein Gesicht erkannt. Sein Enkel sagte, er müsse zu Facebook, denn heute sind auf Facebook alle alten Leute. Und kaum war drin, war Heinz dann schon platt, wo er Facebook wusste, welche Freunde er hat. Wer sieht mich? Hat er sich so gedacht. Werde ich heute überall überwacht? Gibt es überhaupt noch Ecken, um sich vor der Welt zu verstecken? Der Tatort läuft weiter und Hilde ist wie gebannt, denn sie hat auf dem Bildschirm alles erkannt.
Das ist nicht selbstverständlich, da sie dazu die Brille braucht auf ihrer Nase. Die hat sie sonst draußen die meiste Zeit nur in der Handtasche bereit, falls sie mal irgendwas lesen muss. Ansonsten wäre es ihr Verdruss, sich einzugestehen, dass ihre Augen nicht mehr ganz so gut taugen. Eigentlich müssten beide sich eingestehen, dass sie seit Jahren immer schlechter sehen. Vor einem Jahr hat Hilde mal so eine Laser-OP gemacht, aber das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Und manches Mal im Einkaufsladen kann Hilde nur die Preise raten. Schaut sie zu Haus mit der Brille auf den Einkaufsbon, ärgert sie sich häufig schon. Aber was soll's? Wer schön sein will, muss leiden, auch wenn es bedeutet, durch verschwommene Gänge zu schreiten. Sie fühlt sich draußen noch zunehmend einsam, weil sie keinen mehr kennt. Bis ein verschwommenes Gesicht sie beim Namen nennt, dann grüßt sie freundlich zurück und sagt, alles klar, und grübelt insgeheim, wer das jetzt war. Aber öffentlich mit Brille gesehen werden will sie nicht. Daheim genießt sie dafür die klare Sicht auf dem Fernsehschirm und auch im Zimmer. Ach je, die Unordnung wird hier auch immer schlimmer, bis sie plötzlich erschrickt, als sie sieht, was auf dem Beistelltisch liegt. Und im Gegensatz zu ihrer Nasenverglasung verliert Hilde nun die Fassung. Ein Umschlag mit Blumen und in der Mitte eine Geburtstagskarte für ihre Freundin Brigitte. Die wird morgen 65. Drum sollte Hildes Karten sie auch gleich am frühen Morgen im Briefkasten erwarten. Heinz, ruft sie drum, ich werd verrückt. Du hast Brigittens Karte nicht abgeschickt. Tut mir leid, brummelt darauf ihr Mann, denn rufst du sie eben morgen früh an. Das mach ich doch sowieso. Aber die Karte da drüben hätte ich dann völlig umsonst gekauft und geschrieben. Außerdem bin ich in unserem Freundeskreis diejenige, die alle Geburtstage weiß, die alle im Blick hat und keinen vergisst. Weißt du, wie peinlich mir das ist? Noch ist's nicht zu spät. Am besten wird sein, du fährst zu ihr hin und wirfst den Brief ein. Das findest du. Bis Raben sind ja nicht weit die Wege. Und ihr Mann, der Klaus, war doch mal dein Kollege. Du findest das schon, wo die da wohnen. Also Hilde, sagt Heinz und hat gleich abgewunken, ich habe schon drei Bier getrunken. Du willst nicht, dass ich mich so hinter Steuer setze und betrunken nachts nach Raben hetze. Da, sagt Hilde keck, bring ich die Karte eben selber weg. Springt auf, es wackelt die Brezelschüssel und schnappt sich wütend den Autoschlüssel. Bei der Dunkelheit, Hilde, ist das eine gute Idee? Heinz, jetzt tu nicht so, als ob ich nichts mehr sehe. Ist ja schließlich deine Schuld, meint Hilde voller Ungeduld. Sie zieht die Schuhe an und sagt dabei flott, außerdem, Heinz, der liebe Gott, der sieht mich und der passt auf mich auf. Aus der Haustür raus, mit schnellem Lauf. Bin ja gleich wieder da, Auto gestartet, Heinz bleibt zu Hause und wartet. Und wartet. Das dauert aber lange. Ihm wird etwas bange. Dann hört er Sirenen und sieht Polizei und denkt sich dabei, es wird doch der Hilde nichts passiert sein. Dann kommt der Anruf und er fährt nach Belzig rein. Da liegt sie im Krankenhaus. Das Bein doppelter Bruch, so erfährt er es bei seinem Besuch. Ein Wildunfall zwischen Rädecke und Raben. Das Auto ist Schrott und liegt noch im Graben. Also, so hört er, Ihre Frau kann auf jeden Fall von sehr viel Glück reden. Hätte noch schlimmer ausgehen können. Heinz geht zu ihr rein und fängt an zu flennen. Heinz, sagt Hilde, ich weiß gar nicht, was geschehen. Das mit den Rehen, ich hab's nicht gesehen.
Hilde, dass du auch nicht auf mich hörst und bei der Dunkelheit noch Auto fährst. Heinz, jetzt hör bitte auf, mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe. Das kann ich jetzt echt nicht vertragen. Das hatte ich nämlich gerade schon von den Kindern am Telefon. Hier im Krankenhaus haben sie mich durchgecheckt und dabei haben sie etwas entdeckt. Die Ärztin, die war vorhin da, die erzählte was von Makula. Heinz, wenn das weitergeht, kann es geschehen, dann kann ich bald überhaupt nichts mehr sehen. Was soll denn dann werden? Heinz sitzt an ihrem Bett, um ihre Hand anzufassen. Hilde, was immer kommt auf Erden, wenn deine Augen nachlassen, hast du immer noch meine. Ach, Heinz, ich weine. Heinz weint mit. Da sieht man die beiden, die sich sonst so häufig streiten, sich unterhalten. Und irgendwann lachen die Alten. Worüber weiß ich nicht. Aber in dem Augenblick ist das ganz gut. Drum lasse ich sie so zurück. Mancher sagt, er glaube nur an Dinge, die er auch sieht. Das wäre traurig. Denn wenn das wirklich geschieht, würden irgendwann hier auf Erden die Dinge, die wir glauben, immer weniger werden. Ich hingegen bin sicher, was auch immer geschieht, Gott glaubt an jeden von uns, den er sieht. Ihr Lieben, genießt das Schöne, pflegt das Lachen, vertraut auf Christus unser Licht, bewahrt den Mut bei schweren Sachen mit Glauben, Humor und Zuversicht. So mögen wir für Christus streiten und dienen mit Humor und Schwung. Der Herr uns möge stets begleiten beim Lachen als Verkündigung. Der Vater, unser Schutz und Hüter und unser Licht und Freudenstern, bewahre unsere Gemüter in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.